Ja, am Ende sind sie einfach clever, ja. Spielen die Zeit gut runter, werfen den Ball hinters Tor, dass wir nur noch ein paar Sekunden haben für den letzten Angriff. Das ist einfach Erfahrung, da sind sie abgezockt. Natürlich lassen wir ein paar Freie liegen, aber ja, musst du erst mal schaffen. Ja, wir haben Traumstart, aber ja, die sind deutscher Meister, die können immer was verändern. Und ja, natürlich haben die auch eine Antwort gegen unsere Deckung irgendwann. Und das können wir so, wir haben es über 60 Minuten gut verteidigt, aber natürlich geht das über 60 Minuten nicht mit den Metern von den ersten 10 Minuten, ist natürlich schwierig. Ich weiß nicht, ob cleverer, ich hätte gesagt, vielleicht am Ende ein bisschen glücklicher. Ja, weil so ein Spiel hat jeder Verlierer entschieden. Das ist so, ob ich konnte vielleicht 2-3 Tore parieren, vielleicht den letzten Tor konnte ich halten. Wir konnten auf jeden Fall in Angriff 1-2 Tore mehr machen. Ja, jeder hat irgendwelche kleine Fehler gemacht und am Ende leider haben wir als Mannschaft verloren. Ich glaube, wir lassen ein bisschen zu viele freie Chancen weg. Dann ja, am Ende ist es unglücklich. Ich glaube, ein Punkt wäre heute verdient gewesen. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wer auf der anderen Seite stand. Also das sind die Rhein-Neckar-Löwen. Und ich denke, wir haben heute gezeigt, dass wir zu Hause uns gegen jeden Gegner stemmen, egal wer kommt, und 100% reinwerfen. Und ja, dann brauchen wir das perfekte Spiel, um gegen die Rhein-Neckar-Löwen auch am Ende zu gewinnen. Wir schaffen es, eine gute Abwehr zu stellen mit Milos Butera, der überragend gehalten hat. Und ja, das Einzige, finde ich, was wir uns ankreiden müssen, ist vielleicht, dass wir in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr ins Tempospiel hätten gehen müssen. Aber ansonsten war es schon sehr gut. Ich meine, wir kriegen 25 Tore gegen eine Weltklasse-Mannschaft. Wir ziehen uns 8 aus der Affäre und das müssen wir einfach mitnehmen für die Spiele, wo wir punkten müssen. Es ist schwer zu sagen. Ich meine, es ist ein Tor. Das sind Kleinigkeiten. Das ist gar nichts. Das ist klar. Wir lassen einfach zu viel 7 Meter weg und 1-2 Bälle zu viel, die wir frei werfen. Wenn wir die reinmachen, ja, dann können wir das auch gewinnen. Und so ist es halt, ja, ob sie cleverer waren, schwer zu sagen. Ein Tor ist eine Kleinigkeit. DHFK TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.